Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Let's Play City Skylines. Wir machen heute mal weiter und ich hoffe, wir machen heute auch was Spannenderes und ein bisschen was mehr als nur hier ein bisschen den Verkehr umbauen. Aber ich denke mal, ich werde trotzdem damit wieder anfangen, deshalb gehen wir mal direkt in den Untergrund und gucken mal. So, das heißt... Also der Tunnel von hier da runter wird genutzt. Ich meine, ich muss mal gucken, was jetzt hier genutzt wird effektiv. Also der wird ganz gut genutzt, auf jeden Fall. So, was ich jetzt mal machen werde, ist, ob das jetzt so viel bringt, ist hier eine andere Frage. Nee, Moment, ich will nach oben. Ich will auch nichts verbessern. Nee, das geht so gar nicht mal. So geht das. Oh, das ist aber irgendwie auch nicht so das Gelbe vom Ei. Wobei, ich habe den Eindruck, es löst sich ein bisschen. Zwar auch nur ein bisschen, aber es löst sich. Weil die halt jetzt nicht mehr, wenn die rechts rumrollen, was ja nicht gerade wenige sind, hier rumfahren. Also hier vorne, sondern direkt hier vorne rum. Dadurch können die hier relativ ungehindert abbiegen. Ja, okay. Ja, hier sind immer noch alle Linien knallrot, aber es sieht zumindest schon mal so rein vom Augenmaß her besser aus. Von daher lassen wir das erstmal so. So. Wir haben immer noch Zeug wegzureißen. Weil die hier irgendwie keine Arbeiter finden. Aber das Problem... versuchen wir ja auch schon zu beheben. Ich habe ja hier oben die Grundschule abgeschaltet. So, hier, ihr kommt auch noch weg. Und, dann würde ich sagen... ne, Parks haben wir jetzt erstmal, wobei an die Ecke da... kann man nicht... ja doch, so geht. Ja komm, und da oben können wir auch noch einen kleinen Park hinpacken. Direkt neben der Hütte. Und dann, stimmt, wir sind, was den ÖPNV angeht, noch nicht optimal aufgestellt. Noch nicht optimal aufgestellt. Allerdings möchte ich jetzt eigentlich erstmal... boah, es ist doch echt zum Reiern hier. Eigentlich möchte ich jetzt erstmal die Autobahn anbinden. Das heißt, kann ich denn... Moment, nee, ich versuche das erstmal so irgendwie. Kriege ich da noch ein richtiges... nee, wobei, da kriege ich kein Autobahnkreuz dran, richtig? Naja, erstmal kümmere ich mich jetzt sowieso drum, dass wir hier noch ein bisschen Wohngebiet rankriegen. Weil da haben wir gerade richtig ordentlich Nachfrage. Ja, wobei, ich mache das erstmal nochmal ein Stück gerade. So, und dann versuche ich jetzt mal irgendwie da einen halbwegs ordentlich gebogen dahin zu bekommen. Nee. Bisschen. Ja, genau. So ungefähr. Dann irgendwie gerade da anschließen, genau. So, dann machen wir das Ganze in die andere Richtung auch noch direkt. Und jetzt einmal so rum. So, ich will da eine richtige, anständige Kurve drin haben. Perfekt. Und jetzt ziehen wir noch ein bisschen Querstraßen rein und dann ist alles wieder gut. Na komm, bisschen Luft zum Atmen dürfen die schon haben.
Wir haben doch genug Platz. Oh. Gut, das war jetzt nicht ganz optimal. Ne, wobei. Quatsch. Machen wir anders. Wir machen das so. Moment, wo ist denn hier Upgrade? Und dann... Nein. So, damit wir direkt ausgesorgt haben. Weil hier dicht besiedeltes Zeug hinkommt. Gehen wir hier direkt mal auf die ganz fetten Straßen. Weil die werden wir brauchen. Bin ich mir relativ sicher. So, und dann kommt jetzt hier unser erstes dicht besiedeltes Gewohngebiet. Gewohngebiet, jawohl. Ein Gewohngebiet. Wer kennt's nicht? So, nee, da direkt an der Hauptstraße vorne möchte ich noch nicht ran. Dafür ist sie noch ein bisschen zu schmal. Das Problem ist, verbreitern könnte schwierig werden, weil hier der Botanische Garten, der Friedhof und die Feuerwache dran steht. Aber ihr könnt da jetzt schon mal hinbauen. Ist auch ganz gut soweit. So, dann nochmal hier das wegreißen. Das sollte sich doch jetzt eigentlich mal irgendwann beruhigen. Ich gebe denen doch schon keine Bildung da ganz rechts in dem Viertel. Das müsste doch jetzt eigentlich sich bald mal wieder ausgleichen. So, und jetzt ist die große Frage, bekomme ich hier noch irgendwie eine Autobahnabfahrt hin? Nee, nicht verbessern, ich will eine Kurve bauen. Aber wie mache ich das? Also Moment, erstmal kommt hier eine dran. Damit die nicht bis da vorheizen müssen, um dann hier hinten in die Stadt zu kommen. So, dann packen wir gleichzeitig vielleicht ein bisschen oberhalb noch. Was ist denn das jetzt? Kannst du mal nach oben bauen? Ah, geht doch. So, müssen die nämlich nicht immer komplett durch die Stadt fahren. Damit die hier mal ein bisschen auf die Autobahn draufkommen. Das sieht jetzt zwar alles ein bisschen mistig aus, aber das erfüllt seinen Zweck. Und so lange ist es gut. So, dann können wir hier irgendwie so runter? Können wir hier irgendwie so runter? Können wir nicht. Gut, dann kommt hier halt ein Stück weiter vorne noch eine... Willst du mich trollen oder was? Ja, gut, komm. So geht's. Ja, wobei jetzt ist hier ein... Achso, ja, stimmt. Das ist halt... Ja, wobei, ich weiß jetzt nicht, ob die das großartig stört. Wir probieren es aus. Aber an sich sind die zweispurigen nicht schlecht, weil da hat man ein bisschen mehr Kapazität. Logischerweise. So, und dann machen wir direkt von hier aus. Genau. Noch die dann da... die nach da oben. So. Oh. Stimmt, die braucht Wasser. Oh Mist.
Strom wollt ihr ja auch. Warum wollten ihr Strom? Mein Gott, wie kommt ihr auf solche Ideen? Also jetzt mal ganz im Ernst. So, apropos Strom, da bräuchten wir bald mal wieder ein neues Kraftwerk. Und dann... Okay, also die von hier oben weg wollen oder hier oben hin wollen, die fahren schon mal über die Abfahrt. Zumindest zu einem Teil. Dann würde ich sagen... So, jetzt ist natürlich die große Frage, löst sich der Verkehr hier hinten ein bisschen? Wo war es denn? Da war es. Naja, nicht wirklich. Wir haben halt hier noch ein ganzes Stück dazwischen. Aber hier oben das Viertel ist schon mal angebunden durch Autobahn. Das ist schon mal ganz gut. Dann als nächstes kommt, denke ich, hier irgendwo noch eine Abfahrt dran, sobald wir das Gebiet da auch haben. Damit das einfach ein bisschen problemloser läuft. So, und jetzt will ich hier noch die Autobahn anknüpfen. Das mache ich, indem ich, kann ich so echt nicht bauen? Doch, oder? Ja, sage ich doch. So, dann können die nämlich hier runter noch fahren, wenn die möchten. Ja, wobei, da können wir eigentlich auch, weil das sieht jetzt echt ein bisschen komisch aus mit dem Zebrastreifen mitten auf der Autobahn. Da können wir dann eigentlich auch die richtige Abfahrt nehmen, weil da können sie sowieso Feuer geben. Genau. Dann hätten wir die Anbindung da auch schon mal. Muss jetzt echt aufpassen, dass ich mich hier nicht vertue. Ich würde sagen, da oben können wir noch eine ranklatschen. Damit die auch von da auf die Autobahn drauf kommen. Hier runter, da drauf. Okay. Achso, jetzt brauchen wir von dem Stückchen Autobahn darüber natürlich auch noch was. Kann ich das irgendwie... Ja, wobei, dann schließen wir das ein bisschen weiter hier hinten an. Sonst kommt das da an dieser einen Stelle zum kompletten Verkehrskollaps. Oh. Ja, gut. Die... Wie fährt denn der da runter? Oh, eigentlich recht normal. Naja. Solange die da fahren können, soll es mir recht sein. Meine Güte, es ist zweckmäßig. So. Woran liegt's bei euch? Ihr habt auch einfach keine Anschlüsse. Ich dachte schon, jetzt wird mir wieder der Saft ausgehen. So, einmal das alles wegreißen hier. Nicht das Falsche. Oh, ja. So viel zum Thema, nicht das Falsche. So, was haben wir hier noch? Da haben wir sowas. Genau. So, also heißt... Moment. Also hier drauf kommen wir jetzt von... Da. Von dieser Richtung und aus der Stadt raus. Heißt alles gut. So, jetzt will ich noch ganz gerne von... Ja, wie baue ich denn das jetzt am besten? Baue das erstmal so und dann irgendwie...
Ja, doch, ich glaube, so ist ganz gut. Ja, was willst denn du das? Also. So, die Autobahn bindet jetzt da und da, dann muss ich nur noch da irgendwie da rüberkommen. So, dann schließen wir das aber irgendwo da hinten an. Oder, wobei, wir setzen es da dran. Genau, so, das sieht jetzt irgendwie mehr schlecht als recht aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Und solange es den Zweck erfüllt, ist alles super. Ist halt ein etwas, ja, ein etwas anderes Autobahnsystem. Aber wird ordentlich genutzt, muss man sagen. Es müsste doch jetzt eigentlich, das kann mir doch keiner erzählen, dass das die Straßen hier hinten nicht entlastet. Ja, ein bisschen zumindest, weil die, die hier hinten in das Viertel wollen, die fahren jetzt alle hier über die Autobahn. Was an sich schon mal gar nicht so schlecht ist. Wobei ich glaube ich, nee, ich glaube, 6 Spuren ist ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, 4-spurig können wir hier schon mal machen, auf jeden Fall. Weil man sieht schon, es ist einfach überlagert. Nicht überlagert, es ist einfach ein bisschen viel los. So, hier geht's eigentlich. Das passt auch noch alles vom Verkehr. Hier werden wir erstmal keine Probleme haben. Hier haben wir ja 6-spurige Straßen. So, dann reißen wir hier mal noch die Hütte ab und dann, Huch, was ist da oben noch passiert? Ja, okay. Ach so, jetzt ist hier eine Ampel. Und hier auch. Nee, das ist jetzt irgendwie noch sinnloser. Ja, wobei, wenn wir schon dabei sind, können wir auch hier direkt noch verbreitern. Damit die sich schon hier hoffentlich verteilen. Aber ich will da unten nicht auch noch eine Ampelkreuzung haben, deshalb lasse ich das so. Ja toll, jetzt schaut sich das hier. So, naja. Das ist hier oben noch nicht optimal. Nee, passt auf, wir machen das anders. Wir bauen die Abfahrt schon früher irgendwo hin. Hier. Dann verteilt sich das ein bisschen eher auf beide Richtungen. Dann kommen von hier welche und von da welche. Es ist halt doof, dass da direkt Ampelkreuzungen gesetzt werden immer. Bei dieser 4-spurigen. Ja gut, das sieht jetzt auch was eigenartig aus. Huch. Die fahren aber heißen Reifen hier.
So, aber das läuft schon mal mit der Autobahn da hinten. Die wird gut benutzt. Ja, man muss jetzt halt weiter gucken, was das, wie das in Zukunft so aussieht. Aber dann, Moment, ich weiß gerade mal noch das Gebiet hier für Gewerbe aus. Hoppla. Genau, und dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat und würde mich freuen, wenn ihr noch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ja, wenn wir dann hoffentlich irgendwie mal halbwegs irgendwas in den Griff bekommen. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Falsche Taste.